Ich weiß gar nicht mehr, wo wir jetzt das letzte Mal. Achso, erstmal wieder Hallo, herzlich willkommen, ne, zu Minecraft. Ich weiß gar nicht mehr, wo wir jetzt als letztes gewesen sind. Oder ich besser gesagt. Ich weiß nur, dass ich das. Ach ja, hier hatte ich schon mal was hingebaut. Hallo, lass mich mal durch hier. So, hier war das Feld. Das Feld, genau. Fließt hier Wasser? Nee, ach, dieser Propeller fliegt wieder los hier. Ja. Okay. So, was ist die Musik schon wieder so laut hier? Auf 5, ne, so das ist immer. Hatte ich hier nicht Glas drin, wie Sau? Ach nee, ich hatte bloß 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8. Ich glaube, wir müssen. Ach, ich habe ja hier noch Dings drin, weil ich ja letztens was ausprobieren wollte hier. Also nicht hier. Doch hier. Nee, wo war denn das? War das jetzt 1? Ach nee, 0. Nee, ich wollte was ausprobieren hier. Deswegen hätte ich das kurz rausgenommen. Okay. Also ich habe hier nichts verändert. Braucht ihr nichts denken? Nein, 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 das mache ich nicht. Hier in dieser Welt bleibe ich ehrlich. Drüben bei der anderen Welt, da bescheiße ich. Was wollte ich jetzt? Erstmal wollte ich was essen. Ja, genau. Tja, wieso? Das bestimmt, weil das hier zu dunkel. Oh, ich habe gar keine Kerzen mehr. Ach nee, so. Ach Mensch. Okay, reicht erstmal. Ich werde mir hier eine Kerze hinstellen, ob das denn geht. Vielleicht fehlt hier auch bloß Licht. Oder warte mal, dann kann ich es auch hier wegnehmen. Kann ich es ja auch. Dahin hängen? Ah, ist genauso dunkel. Okay, der nimmt doch so. Nee, Kohle, sag mal, hatten wir nicht letztens Kohle abgebaut wie Sau, oder ich besser gesagt? Ist das alles hier? Okay, hier sind 31. Habe ich ihm gerade die Kohle gezeigt, hier 31? Habe ich mich erst so verguckt, sag mal, habe ich bloß. Habe ich bloß 3 gesehen? Okay, vielleicht habe ich bloß die 3 gesehen. Okay. Okay, halt hier. Brot. Okay, Brot mache ich noch fix, deswegen nehme ich. Nee, umgekehrt. So, erstmal mit runter. Den Apfel lasse ich erstmal hier. So, dann gehe ich mal hoch. Weil wir müssen unbedingt auf Strandsandsuche gehen. Das geht so nicht. Wir brauchen ja Glas da oben ohne Ende. Deswegen 29. Ja, wie gesagt, wir brauchen ja Gras. Ja, Gras, alles klar. Wir brauchen ja Glas ohne Ende. Und so, dich bringen wir dann schnell runter. Und deswegen müssen wir jetzt unbedingt auf Glassuche gehen. So, du gehst erstmal da. Ach, hätte ich auch noch welche nehmen können. Ihr Körners kommt auch erstmal hier rein. Ja gut, die Blumen packe ich auch erstmal da rein. Ach nee, die Blumen kann ich draußen gleich aus. Die auch. Das Schwarzpulver. Hier habe ich ja schon 64 Scheiben. Da habe ich ja schon 64 Scheiben. Okay, ich werde mal versuchen, diese Aufnahme diesmal ein bisschen länger zu machen. Obwohl, jetzt haben wir ja noch mal so viel. Okay, vielleicht brauchen wir dann doch gar nicht los. Ach.
denn das Bett jetzt wieder gelassen? Dann können wir mal das Bett hier oben reinsetzen. Oder wir machen dann einfach mal wieder eine Nachtschicht raus. So, dann können wir ja hier erstmal die Erde wieder rauskloppen. Nehmen wir natürlich gleich die voll fetten Glasscheiben. Weil damit macht sich das natürlich am besten, Sand abzuklopfen. Ja, genau. So. Kommt her, ihr beiden. So, halt, warte mal, da habe ich da drüben. Ja, da drüben war ich fertig. Glas, Glas. Ich werde mir eventuell demnächst mal wieder ein neues Texturenpack ausprobieren. Ich weiß zwar jetzt noch nicht welches, aber schauen wir mal. So, Mensch, das ging ja. Ach, jetzt weiß ich, was ich wollte. Da wir ja massig Wolle brauchen auch. Ich glaube, die da hinten da, die brauchen mal ein paar Babys. Das war, glaube ich, mit Korn, ne? Ja. Das war, glaube ich, mit Korn. Mit Weizen. Dann wollen wir die mal ein bisschen düt machen lassen. Na. Die sollen sich mal ein bisschen bekuscheln. Die beiden Kleinen. Und dann muss ich das Feld auch noch ein bisschen größer machen irgendwie. Vielleicht mache ich es auch hinten den Berg runter. Ich muss mal sehen. Das Feld muss ja nicht unbedingt. So, lass mich mal durch hier. Kommt her, ihr beiden Süßen. Bitte, bitte. Gut, da gucken wir jetzt weg. Na, wir gucken hin. Oh. Hallo. Gut. Das wäre das. Habe ich meine Schuldigkeit getan. Gut, das war natürlich wieder eine Runde zu früh. Habe ich denn hier meine Schere noch drin? Hm, okay, ich gehe erstmal pennen. Na, wo ist denn meine Schere schon wieder? Habe ich die drüben? Wo war jetzt der Eimer? Da, den Eimer kann ich hier lassen. Das ist Sand. Das kann ich erstmal hier lassen. Ja, Pfeil und Bogen. Na, eigentlich brauche ich es nicht. Auch hier kann ich auch noch hier lassen. Oh, Feuerstein. Ah, ich würde sagen, das Eisen lasse ich mal hier. So, reicht erstmal. Wir müssen was tun. Na, nun geh runter. So. Wie viel Spitzhacken habe ich? Zwei. Ja, wir haben ja drüben noch. Achso, warte mal. Bett. Das Bett. Haben wir das Bett hier? Jo. Ich würde sagen, dann machen wir unsere Furzmode gleich da hinten. Nee. Schere erstmal holen. Wir müssen die Schafe erstmal scheren hier. Oh, Mensch, letztens waren hier so viele Schafe, wa? Jetzt sind sie alle weg. Die wissen wohl, dass ich an ihr Fell will. Da ist sie. Habe ich jetzt. Was soll denn der Quatsch? Naja, muss ich wieder aufs Feld und dann. Warte mal, ich hab doch gerade mehr gemacht. Ach, da oben. Hab ich sie? Jo. So, komm her hier.
Tja, Mensch, da habe ich ja mal eine Frage. Was haltet ihr von Facecam? Also hier im Sch oh. Hier so im Spiel. Da sehe ich bis jetzt, also habe ich bis jetzt gelesen, geteilter Meinung waren hier welche. Also nicht hier, sondern bei auch bei anderen Videos. Ich finde das manchmal eigentlich gar nicht so verkehrt, wenn man den anderen sehen kann. Da kann man sich vielleicht ein bisschen besser identifizieren mit demjenigen. Also nicht identifizieren, jetzt ich als Quatsch an. Ich meinte, ja, wie soll ich sagen? Ja, ich weiß nicht. Kann man die auch schon scheren? Nee. Hallo. Aber manche machen ja zum Beispiel viel Grimassen oder so. Ich finde das eigentlich gar nicht so schlimm, wenn man dann von dem anderen das Gesicht sieht. Ja, ich meine, solange er nicht aussieht wie Freddy. So. Dann bauen wir mal hier weiter. Jedes Mal, wenn ich hier anfange, ist irgendwas kaputt hier. So, da ist jetzt schon wieder zu Ende. So, hier sind wir. Wie machen wir das denn hier am besten? Schwer zu sagen, soll ja schließlich auch vernünftig aussehen. Mache ich hier Schluss oder ziehe ich das bis hier vorne durch? Hier geht das Holz bis da. Ach, da war ja der Baum. Also könnte ich hier theoretisch jetzt Holz langziehen? Ja. Genau, hier machen wir dann Holz noch ein höher, genau. Wir wollten das ja alles ein bisschen, ne, und so. Ein bisschen höher bauen. Genau, hier war jetzt Holz, naja. Ah, siehst du, auf Holzjagd müssen wir auch mal gehen. Ich habe ja eigentlich so gut wie gar nicht mehr. Ne, das Holz will ich nicht nehmen. Das sieht scheiße aus. Jetzt habe ich natürlich alles aufgemacht hier und habe kein Holz. Oh Mann, ey. Das war ja wieder ganz clever von mir. Ach, nee. Spät haben wir das, ne? Ein bisschen Zeit haben wir noch. Okay, ich würde sagen, wir gehen mal hier auf Holzschlag wieder hier. Wo ist denn mein ganzes Holz geblieben? Das verstehe ich nicht. Ja, also wie gesagt, das würde mich mal interessieren, was ihr davon haltet. Könnt ihr mir ja mal in die Kommentare schreiben. Facecam ja oder nein? Also ich hatte mal vorhin eine kleine Probeaufnahme gemacht. Jo. Na jo, ne? Aber es gibt Schlimmeres. Ja, dann schreibt mir das mal in die Kommentare. So, ordentlich Holz abgreifen hier.
dann gleich wieder. Oh, das ist ein großer und das ist ein kleiner hier, ne? Nein. Genau. So. Gleich wieder die Setzlinge einsammeln. Nichts verkommen lassen hier. Plupp. 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 Und können wir auch theoretisch gleich wieder aussehen hier. Ah, nicht. Nicht so dicht nebeneinander, weil das soll ja erstmal nur kleine Bäume sein. Ach, das war schon alles. Oh, okay. Bup. Ja, ja. Bup, bup. Wie viel Holz haben wir denn jetzt? 29. Oha, das reicht ja erstmal. Gut, dann können wir hier nochmal ganz kurz hochstiefeln. Ah, ich glaube, sollte das Loch mal hier langsam zumachen. Ich hoffe, dass ich hier hochkomme. Na. Ja. So, hier hatte ich gesagt Holz. So. Ich denke mal das gleiche, ne? Aber es ist ja auch eine schöne Melodie. Warte mal, eigentlich könnte man sich das Holz hier wieder sparen. So, genau. Dann ziehen wir das mal hier durch. Ne, warte mal, eigentlich könnte man doch hier schon wieder. Ich habe das gar nicht ganz unten. Ach doch, klar, es hat ganz unten. Das ist ja hier Fußboden. Das ist ja hier Fußbodenhöhe. Uhu. Dann ist es ja doch richtig. Aber ich würde sagen, hier machen wir denn. Okay. Ich will keine Viecher haben hier heute. Beim nächsten Mal können wir ja wieder zubauen. Dann habe ich ja genug Glas. Und dann können wir ja dann eine Nacht ruhig weiterarbeiten. Na. Ja, 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 ja. Vielleicht baue ich dann unterirdisch auch nochmal den Gang dann zum Keller hier. Ja, hiermit bin ich immer noch nicht weiter. Nochmal wieder ein Aufruf, ne? Also was soll ich mit dem Ding machen? Gib mir mal ein paar Vorschläge. Derjenige, der mir einen Vorschlag macht, hänge ich ein Schild oben drüber mit seinem Namen. Mhm, das macht er. So. Kann ich hier schon, wenn ich hier schon Glas... Nö. Oder doch? Es war der Baum davor, aber das macht nichts. So und so. So, hier mache ich erstmal so. Weil Erde unten machen kann ich dann immer noch. Okay, ich denke mal diesen. Ich denke mal, den Haufen werde ich abtragen. Dann könnte ich theoretisch okay, den trage ich. Was mache ich denn für einen Quatsch? Theoretisch, nein. Genau, den mache ich weg. Dann ist das hier sozusagen
Na. Okay, weiter geht nicht. So, dann ist das jetzt die äußere Wand. Oder mache ich das hier? Und dann wieder rein. Machen wir das echt so? Ach, da muss das ja auch noch weg. Okay, so. So, bevor ich hier wieder durcheinander komme, mache ich hier gleich so. Genau. Na, ach so, du musst ja sowieso weg.